Dann können wir endlich die Ölquellen hier abreißen und die. Lehmgeschichte hier. Das ist ja auch noch etwas suboptimal, besonders die hier. Die Ölquellen würden mich nicht mal so stören, aber das Lehm. Ich glaube, in Bayern wird das auch noch ein Spaß. Was haben wir denn da? 6 Ölquellen, 2x Lehm. Die sind schlau und bauen tolle Maschinen. Naja, dann ist hier 2, 6. Was sehe ich? Haben wir eine Straße wohl vergessen? Die würde ich direkt hier an den Hafen setzen. Der Lufthafen. Da rein. Das geht. Die Lehmvorkommen. Ja, hier wo das Dorf steht. Irgendwo am Dorfrand. Hier wird es geben. Bayern würde ich wirklich als Bauern lassen. Handwerker haben wir ja drüben im Schwarzwald, aber hier in Bayern würde ich bei Bauern bleiben. Bräuchte man noch eine Insel Arbeiter. Aber mal ein kleines Arbeiterdorf bauen. Vielleicht Dublin. Wir schauen mal schnell. Da wollte man ja. Rinderfarmer sind auch noch Bauern. Paprika. Kommt in Harz. Die Großküche auch im Harz. Die Konserven. Manchester. Weil eigentlich gehört es getrennt. Eigentlich gehört hier getrennt zwischen. Wobei das wären ja dann auch nur Lebensmittel. Was mit Stahl, Eisen die Richtung zu tun hat. Nähmaschinen, die kann man ja produzieren. Pelzer in Mailand. Brillen gehen hier auch. Es werden wirklich nur die Fleischkonserven. Dann machen wir die auch im Harz wohl. Dann gibt es hier im Harz. Das war die Insel. Ne, eine tiefer. Hier gibt es dann Paprika. Jo, ist auch gegeben. Rinder kommen aus Irland. Die Großküche bleibt hier und die Konserven. Dann haben wir nämlich hier Trennung zwischen Nahrungsproduktion mit Eisen oder mit irgendwelchen Erzen, wie auch immer. Von Manchester weg. Die andere Nahrung kommt aus Bayern, inklusive Seife. Fische könnte man hier unten auch noch machen, da in dem Bereich. Kleidung ist Bayern, Schnaps ist Bayern. Ich bin erfreut, Fische, Schwarzwald plus Harz. Vorstellen zu dürfen. Wurst Bayern, Brot Bayern, Segel Bayern. Stahlträger haben wir schon. Seife können wir in Bayern machen. Bier definitiv in Bayern. Konserven haben wir gerade gesagt hier im Harz. Nähmaschinen in Manchester. Rum Neue Welt, Pelz in Mailand. Jetzt nur noch hier rausschmuggeln. Hill in Manchester, Hochräder ebenso. Café ist Neue Welt, Glühbirnen laufen ja schon. Ja, das ist dann auch wieder Neue Welt, Kaugummi. Ja, und hinten raus. Schauen wir dann. Schauen wir. Ach, kann man denn öfters bauen? Ja, auf jeder Insel wohl einen. Warum aber auch nicht noch ein zweiter eiserner Turm? Wieso denn? Eventuell in Paris. Eventuell. So, dann gehen wir mal an die Telefone. Erst next da. Ach Gott, die sind ja hübsch und niedlich klein, die Dinger. Immerhin geht es so da rein. Da
oben geht gar nichts. Weniger wenigstens. Aber es hat einen Grund gehabt, dass das hier steht. Jo, wegen der Versorgung da oben. Die hoch kann bauen. Sieht es dann aus? Besser. Gehen immerhin 3. Dann auch. Nicht alle drin. Glückwunsch, weil hier der Logistiker sitzt. Wir haben eine Übereinkunft. Für die Post später. Weil ich mich frage. Ja, komm schon mal eins höher, so. Wo eins drüber? Wo wird's gehen? Ah. So geht's. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Dann haben wir hier hinten aber was weiter runtersetzen. Na, geht auch nicht. Nein. Gut, wir könnten hier noch. Da war auch irgendwas, dass die so saß, wie sie saß. Setzen hier welche normal rein. So. So eins rüber. Dann dürfte hier noch. Jo. Gut. Der hier reinpassen. Wir verzichten hier auf den Logistiker. Schwierig, schwierig. Immerhin laufen jetzt mal die Telefone, die wir hier, glaube ich, gar nicht brauchen im Moment. Am Studentenleben ist nichts Besonderes. Doch, bräuchte man. Brauchen wir. Die Funktürme brauchen wir im Moment nicht. Genau, so rum war es. Turniere bekommen wir ja angeliefert in New York. Müsste auch voll sein. Jo, beides voll. Telefone machen wir dann. Telefon 7. Wie viel verbrauchen wir? 3. Steht. Viertel. Wie sieht es hier? Also sah gerade so aus, als wäre das um 1 verrutscht, aber da sitzt so viel Grünzeug. Dann passt das bitte. Wir können aber hier hinten noch eine Straße bauen, fällt mir gerade auf. Jo. Ich eine Straße einmal außen rum. Geht auch da auf mit Verflucht und hier leider nicht. So sieht es angenehmer aus. Dann können wir es auch drehen. Wenn wir schauen ja von der Seite aus drauf, so. Ist eigentlich der Bum-Bum? Na, da müsste durch sein. Schauen wir mal. Ab Boston, jo, da haben wir, zack.
brauchen wir hier in London gar nicht die Trennung nochmal zwischen Kleiderproduktion oder Kleidung, Maßanzüge und der Stadt. Ich meine, die ist auch schon optisch gegeben durch die Bäume. Wir haben nur noch eine Abgrenzung raus zum Minen. Das gehört eigentlich Macht. Und eben da hinten nach der Weltausstellung. So, jetzt ist er doch. Aha, so, und kann anlaufen. Die Stadt ist attraktiver geworden. Ach, hat er auch noch Attraktivität. Aber Tatsache 20, immerhin. So, jetzt kannst du hier anlaufen mit den Schweinen. So, bauen wir die noch aus, dann haben wir das. Wie viele Schuhe machen wir jetzt? 30, oh, vielleicht ein paar zu viel. Eventuell. Ah gut, steht. Sieht gut aus. Ich wüsste beim besten Willen nicht, was man da noch rein... Sieht ja auch irgendwie gequetscht aus. Da müsste man sich noch was überlegen. Hier wird wahrscheinlich so ein Pausenbereich kommen. Da oben auch, wo noch Platz ist. Also die von... Und Manchester hier, die Dinge würde ich da vorschlagen. Die Handelskammer gehört mal der Form halber noch angeschlossen. So. Strom habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, aber das sah ja vorhin schon gut aus. Jo, passt auch. Warum haben wir denn das Kraftwerk hier überhaupt noch? Das ist nun mal der Preis für Schmuggelware. Das brauchen wir gar nicht mehr. Hau an. Wenn man es nämlich hier die zwei Punkte auch sparen. Das Gleis hübsch gemacht. Ja, dann können wir da den Pausenraum zum Beispiel einen schon mal hinsetzen. Mal von drüben. Ah ne, halt, den haben wir gestempelt. Hausarbeiter, das ist ein Stempel. Gut. Würde passen. Würde reingehen. Sehr gut rein. Oder hinten noch ein bisschen weiter bauen wollen. Man kann das ein bisschen nach hinten ziehen. Aber auch nur um ein Feld. Die geniale Erfindung ist vollendet. Mal hin. So, und jetzt kommt hier noch Beton wieder rein. Und dann könnte hier sowas bauen, was gerade aufgeht. So, irgendwas war wieder fertig. Ich glaube, das letzte Item für die Maßanzüge dürfte das gewesen sein. Kap, Posten, zack. Ich glaube, den nimmt man später auch für die Fußbälle. Die Säumaschine. Also müssen wir da hinkommen, in der neuen Welt dauert es auch nochmal ein bisschen. Mal schauen, haben wir noch was auf Lager liegen? Nein. Irgendwas passt wieder nicht. Vermutlich Schwerkaffee.
Gehen wir mal rüber. Warte mal kurz. So, da bin ich wieder. Mit dem anderen Sender. Er war nämlich kurz vor knapp. Ich vermute schwer, es wird Kaffee sein hier oben. Nee, wo ist dann das Problem, dass das jetzt so... Könnte auch an London liegen. Schauen wir uns mal die Bilanz an London. Jo, das liegt an London. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja. Das blaue Himmel, alle Wolkenkratzer. Na, irgendwas mit Wartungskosten. Jo, dann haben wir hier die Telefone, aber da hinten fehlt doch noch ein bisschen was. So. Lass eins rübersetzen. Geht da wieder der Beton hin. Ja, da hinten wäre ich beim Beton geblieben. Auch hier seitlich. Da hätte ich dann wieder hingestellt die Frachtcontainer. Und nochmal Beton rein, so. Hier seitlich haben wir auch noch Platz. Zack. Bloß hier vorne. Dann machen wir mal Beton. Geht eh nirgends wie gescheit auf. 3x2. Egal wie wir es setzen, wäre nicht stimmig fürs Auge. Lassen wir es so. Ein Telefon, kann man mal gucken, was es gibt. Telefonfabrik. Legt die kluge Seite vor. Aha. Ferras innovative Glocker Hebehühne. Ferras, jo klar. Die Glocke, weil man Arbeitskräfte spart. Hebehühner wegen Produktivität. Was war das letzte? Die innovative. Ja, da kommt man nämlich auf 100% minus bei den Arbeitskräften. Machen wir das mal. Also Ferras rein. Hebehühner. Mal gucken, was wäre sinnvoller. Die Glocke, glaube ich, erstmal. Ja, die Glocke und dann hinten raus die innovative. Da spart man nämlich mehr Arbeitskräfte. So. Mal gucken, wie weit ist schon der Einfluss vom 300 weit weg sein. Ah, geht eigentlich. Fehlen noch ein paar Felder. Gut, man könnte jetzt hier könnte
So, dann hätte man demnächst den Einfluss. Arbeitskräfte brauchen die dann? Ach, 150 Ingenieure, das geht aber. So, wie läuft's hier? Telefone kommen an, Maßanzüge werden wahrscheinlich on the road. Ne, hier, Stiefel kamen gerade an. Da fehlen die Maßanzüge. Brauchen wir aber Leinen. Immer Leinen nicht einkaufen. Was war das nochmal, was ich erledigen wollte? Baumwollstoff haben wir hier, Leinen. Ich guck mal, spaßeshalber. Jo, geht doch. Leinen könnten wir hier importieren. Das machen wir auch. Ah, wir haben schon 13 Slots belegt. Da mittlerweile obsolet geworden. Glühbirne, definitiv. Leinen rein. Da reichen aber 200 von Anfang. Dann sollte man aber auch Schiffe für parat stellen, dass das rüberfährt. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ich meine, im Lager war nichts, ne? Was macht jetzt das Institut? Das entwickelt. Genau, die Items für die gelehrten Rathäuser. Ja, und bis wir hier unten sind, bis wir das Öl brauchen, haben wir mit Sicherheit durch die... Das Rathaus sieht gut aus und das hier, das können wir streichen. Plus, wir bekommen ja jetzt die Versorgung langsam. Von den Maßanzügen kommt ja noch dazu. Dann dürfte das, glaube ich, passen. Haben wir denn noch offen an Quests eigentlich hier? Die Zitrusfrüchte. Nee. Oder kann man die halt falsch? Ich glaube nicht, dass es geht. Das wäre zu einfach. Sie haben jo. An Einfluss gewonnen. Das wäre zu einfach. Einfluss müssen wir so langsam wieder achten. Jetzt sind wir auch bei 303 abgerutscht. Uff, wo sind die Kohlen hin? Nur noch 354 Millionen. Da müssen wir auch mal was ändern. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. So, da haben wir ihn doch. Und rein mit dir, Dekan, der Dekane. Nee, Dekan des Dekans, der dekanistischen Universität. Bringt, wie gesagt, 2 Zusatzforschungspunkte, plus 10 Zufriedenheit und plus 24 Einwohner. Wenn erhält, Wohnhäuser erhalten zusätzlich Bewohner durch Universität, wenn sie versorgt sind mit der Universität, aber das sind sie ja hier. Eine größere Auswahl an Krawatten wäre wünschenswert. Krawatten. Okay. Machen wir doch gar nicht für euch. So, jetzt bauen sie wieder den Funkturm, genau. Den kriegen sie. Jetzt dürft's doch hier steigen. Der Boston Öl, der dürfte... Bin mir noch nicht sicher mit dem Öl, aber es war ein Überschuss vorhin, als wir geguckt hatten. Ein knapper Überschuss. Ah gut, das ist eine pro Minute. Das heißt, der lädt
In 107 Minuten ist erst schon mal wieder voll. Du fährst eine Weile lang leer. Der fährt eine ganze Weile leer rum durch die Gegend. Wir fahren jetzt hier nochmal die Reihenfolge. Wir bauen. Das ist schon das Zeugs für London, ja. Da ziehen wir dann auch Investoren hoch. Dann haben wir auch das Problem mit der Bilanz geklärt. Und die Investoren ziehen wir so entspannt hoch, damit wir nebendran die einzelnen Inseln endlich mal angehen. Also sprich Bayern. Ein Harz dann später, Hot Villas für Sekt und Mailand für die Pelze. Soll es dann bilanziell immer noch nicht passen, können wir auf Paris ausweichen und da nochmal Investoren hochziehen. Das wird, glaube ich, der Plan. Einfach eine Geldinsel, ja, das ist richtig. Was hast du da eigentlich für ein Zeichen davor? Predicted, ja. Was ist das denn? Das ist wieder so ein neuer. Wieder irgendwas Neues eingeführt. Vorhersage mal gemacht. Hä, was denn? Was eine Vorhersage? Ach so, das kriege ich gar nicht mit. Wie, du schaust zu und sagst dann, ich mache eine Vorhersage, ein Pendler-Kai brennt. In diesem Stream. Und ich habe das aber gar nicht mitgekriegt. Naja, das ist neumodisches Internet. So, euch können wir doch eigentlich ein bisschen abseits stellen. Ihr lauft doch da hinten genauso rund. So. Jo, in der Mod-Ansicht. Ah, alles klar, okay. Jetzt alle. Ja, schon gedacht. Als Mod kann ich das. Jo, verstehe. Verstehe. Und denn? Es hat eins gebrannt, aber da warst du noch nicht da. Und zwar weiß ich schon gar nicht mehr welches. Irgendeins hat gebrannt. Der alten Welt aber. Achso, und da musst du auch als Mod bestätigen, dass es eingetreten ist. Okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Erstmal, wenn wir hier die Reihenfolge wieder ändern, und zwar. Es reichen ja zwei Rathäuser erstmal. Dann gehen wir die London-Geschichten an. Bauen ja nicht die Items für Rathäuser, die es gar nicht gibt. Also, wo noch keine Gelehrten stehen. Genau, das wäre die erste Rutsche, das wäre die zweite Rutsche, dann kann man auch da loslegen mit Öl und so weiter.
Dann gibt es auch mehr Öl für Manchester, aber ich glaube, Manchester ist noch gut versorgt mit Öl mittlerweile, trotz der vielen Kraftwerke. Da dürfte eigentlich kein Engpass vorliegen. Eins braucht 12 Öl. Okay. Plus Fahrzeitzug. Jo. Schauen wir mal, wie war es denn hier? Öl. 108. Schiff vom Stapel gelaufen. Nachfrage. So. Das war jetzt. Altkap Mars. Anzüge. Ich hüte besser meine Zunge. Okay, ist eh fehlt. So, dann haben wir doch hier Altkarp Maßanzüge. Ja, da eins geht noch, aber wir haben ja schon London laufen. London läuft sogar mit Items, meine ich. Jo, das läuft mit Items. Da hole mal 115 raus. Ist auch, glaube ich, schon eingestellt. Moment, Öl. Genau, nach Boston fährt einer, nach Manchester, zum Beispiel von Boston wird geholt, nach Manchester fährt einer und Schwarzwald war Liefer von London in Schwarzwald. Das müsste man, glaube ich, auch mittlerweile umstellen können, oder? Ah, sowas von können wir das umstellen. Dann haben wir nämlich noch Öl aus dem Schwarzwald. So, lade hier ein, lade da aus, zack. Dann machen wir hier aber einen Stop wieder rein von 500, wie immer. Spätestens jetzt können wir in Manchester Kraftwerke bauen, dass es nur so kracht und klingelt. Wohl bemerkt, hier sind drei Minen noch gar nicht angeschlossen. Stimmt, da war auch noch was, Minen. Nehmen wir die auch mal noch mit auf, wenn es denn geht. Naturbeherrschung. Minen. 1, 2, 3. Jo, die gehen auch noch mit rein. Kommt dann nach London dran. So, sonst kommt der Mode-Dulli da gleich raus. Und neue Welt noch gar nicht. Nee, in der neuen Welt ist noch. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Moment. London, New York über Kupferminen, Eisenminen. Das kann auch nur Altkaps sein. Ja, doch, hier Bauxit. Aber das kache ich zwischen den Welten hin und her. Es wurden ja nicht weniger Minen mit dem Aufstieg der neuen Welt in der alten Welt und am Kap. Und die haben sich immer selber versorgt, wenn man die angeschlossen hat mit Malcheng. Und in der neuen Welt hat man ja jetzt noch mehr Öl, wo ich nicht weiß, wohin damit, wenn man alle Minen anschließt. Da gab es ja früher noch Gold. Da kam ja jetzt deutlich mehr dazu. Und daher... Die einzige Route, die laufen wird, ist New York, Kapstadt Öl. Weil in Embeza drüben gibt es leider keine Minen. Folglich geht Malching nicht. Das wird das einzige sein zwischen den Welten. Und da aber auch im Endgame 5 Öltanker und fertig. Eventuell reicht sogar einer. Was brauchen wir in Embeza drüben? Ein paar für die Traktoren.
können sogar einen erreichen. Ah, der Form halber setzen wir mal 5 drauf, dann können die da hin und her juckeln und ausladen oder auch nicht. So, jetzt haben wir hier das neue Item. Was ist denn der großartige Modedesigner? Minus 40 Aufstandsgefahr, plus 9 Einwohner, wenn Maßanzüge und Lederstiefelversorgung steht. Und die steht demnächst. Nur ein Bauer würde solche Annehmlichkeiten ausschlagen. Die Maßanzüge sind nur noch eine Frage der Zeit. Jo, Besa brauchst du nur für die Trecker. Ja. Und da drüben hat man halt keine Minen. Achso, wir sollten vielleicht, damit es auch klappt, anschmeißen. Vielleicht nicht direkt alle, zwecks fehlender Handwerker. Aber vielleicht doch das ein oder andere. Oh, heftig, 150 Handwerker. Oh, jetzt klappt's doch. Und dann sollte man vielleicht noch die Maschine reinlegen. Dann sparen wir nochmal Arbeitskräfte. Dann können wir vielleicht noch ein, zwei anschalten. So, 79. Das ist doch schon angenehmer. Haben wir noch. Ja, 3 Stück gehen noch nicht. Gut. Baue ich mir nochmal den Tauschkurs an. Dann könnten wir ja einmalig voll machen. Gut ist. So, wie viel machen wir jetzt hier an Maßanzügen und warum gibt es hier keinen Strom? Achso. Deswegen gibt es keinen. Na gut, produzieren sie halt mal ohne Strom. Kann man später nochmal was draufrechnen. Wie viel macht ihr? Ja, vielleicht schon zu viel. Sogar 3 Melonen müsste man noch die Route einrichten, glaube ich. Ein leichter Überschuss vorhanden. Die Melonen laufen auch schon mit Abfall. Wie Sie sehen, so. Haben wir beide was davon. Wollten die Melonen haben? Ich meine ja. Beat Night, yo, haben sie auch. Läuft das etwa? Aber wieso habt ihr Melonen? Altcup-Melonen? Nee, die läuft nicht. Also, wir haben hier noch einen leichten Vorrat an Melonen. Wo auch immer der herkommt gerade. Dann produzieren wir hier irgendwo Melonen durch einen Abfall. Nö, wir haben noch eine Nachfrage von 1. Um die her. Also klar, die kommen wahrscheinlich hier Touris oder so. Oh, bei den Touris kommen die. Die knapsen sich auch ein paar Lederstiefel ab. Was okay ist. Aber wir bräuchten die Melonenroute von London rüber noch. So. Hört von den vielen Sehenswürdigkeiten und all der Schönheit. Er würde mir die Touris versorgen, wäre glaube ich auch die Bilanz durch. Ich fühle gerade was. Die haben wir ja so sehr stiefmütterlich behandelt im Moment Gaumen noch. Gibt es nur das Beste oder gar nicht. Sekt haben wir, das haben wir, Fälle haben wir nicht, Gulasch. Ah, ich bin noch Lagerware von früher. Zigarren haben wir auch. Gut, dann haben wir alles außer Fälle.
Hier gab es sonst kein weiteres. Nee. Ah, der kommt in 3 Minuten. Gut. Können wir ja mal schauen, wo es sich hin entwickelt. 8-8. Die sind noch nicht mit Marsanzügen versorgt, wohlbemerkt. Am Studentenleben ist nichts Besonderes. Könnten wir dann mal suchen. Marsanzüge. Ja. Boah, hat wohl geladen. Nicht zwischen den Welten. Müsste da oben demnächst aufploppen. Ich weiß noch nicht welche. Weil wir können auch mal zwischen den Welten gucken, weil so viel ist da noch nicht los. Stahl, da ist er doch. Masernzirke. Kommt gleich rein. Das sieht echt entspannt aus, wie wenig da los ist. Hier ist schon ein Clipper unterwegs. Gut, Einkauf Isabel. Die Roten werden eh mal irgendwann entsorgt. Da ist auch noch eine. Was mal Stuhl zwischen der Welt. Einkauf N. Ach, Kanonen kaufst du einen. Schön. Dann müsste doch noch Einkauf Sean geben da. Der kauft auch kanonenschwere Geschütze ein. Ah, die lassen wir noch laufen, solange wir noch keine Kriegsflotte haben. Ich würde es halt gerne mal ausprobieren hier mit denen, deswegen haben wir die auch schon gebaut. Die Bomben. Dann später die Helium bewaffnet. Die Teile hier und dann die Bomben reingelegt und abgeworfen. Das wird mir mal jucken, wie das aussieht. Weil die kann man ja abwerfen, wenn ich das richtig gelesen habe. Irgendwo wurde es erklärt. Irgendwo wurde es erklärt. Mit den Seeminen konnte man die Seewege zumachen. Finde ich jetzt aber auch. Gut, man könnte es machen, wenn man weiß, wo die Piraten immer spawnen. Aber ich würde die schon mit dem pyrophorischen Empfang dauerhaft auf ihrer alten Insel. Deswegen finde ich die Semi nicht so spannend. Flugblätter habe ich mich auch noch nicht eingearbeitet. Ebenso die Hilfspakete. Und das Löschwasser, ja, das wird einfach nur produziert für die verbesserten Feuerwehren. Sehe ich aber auch nicht wirklich den Mehrwert. Ob da jetzt eine normale Feuerwehr steht oder eine bessere. Apropos Feuerwehr, da unten steht eine. Die deckt so. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. So, da haben wir das dritte Item für die Gelehrten. Das ist bei den Leitungsmonteur. Gibt nochmal ein +4 Zufriedenheit durch Telefone und Funktürme. Haben wir beide schon da. Und +4 Einwohner, wenn wir Telefonversorgung haben und Funkturme, haben wir auch schon. Das heißt, hier müsste es bitte. Dann dürfte man das eigentlich spätestens im zweiten Rathaus hinbekommen. Die Menschen lassen sie hochleben. Dass wir auf die 100.000 Forschungspunkte kommen. Das sehe ich gerade. Meint der Kontrollbildschirm? Ja, genau, iTunes Update. Der Laptop. Ah, ja, lassen wir es mal laufen. Oh, und jetzt müsste man eigentlich an dem Punkt sein, wo es eigentlich nicht mehr stoppen dürfte, dass es sagt, so wenig Forschungspunkte. Und klar, wenn wir jetzt hier wieder reingehen und sagen, lassen Sie uns die Besten der Besten anheuern. Weil so viel dürften es auch nicht mehr sein, wenn da jetzt nur noch die Guten kommen.
Jo. Mehr. Ja, komm, mach mal ein paar. Was weg ist, ist weg. Technologie. In welche Technologie wollen wir investieren? Rathäuser brauchen wir eigentlich nicht. Mehr brauche ich auch nicht. Sehe ich keinen Bedarf. Ja, nochmal als mehr. Kultur ist noch billig, weil man da kaum was macht. Ja, machen wir die Pflanzen. So, dann sind die Punkte auch schon wieder weg. Und in knapp 8 Minuten kommt dann wieder der Dekan des Dekans. Jetzt dürfen die Maßanzüge da sein. Ne, warum? Weit hier. Ausgeladene Hatte. Wo ist der, der es einlädt? Hier. Ah, du lädst nicht ein, weil es auf dem falschen Slot hinten sitzt. Also schon richtig sitzt, aber klar. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ah. Wie viele Maßanzüge braucht ihr dann? 5. Mal jetzt aber geklickt gefühlt. Schiff vom Stapel gelaufen. So, dann nehmen wir die mal rüber. Bei was sind das? 7 Schiffe wären 70 Einflusspunkte wären. Es wird eine Great Eastern reichen. Die haben wir schon. Ja. Den müssen wir dann auch irgendwann noch umstellen. Und zwar die Anna Union raus und den... Was? Dampf, Schiffswerft. Irgendeinen gab es noch, dass es noch mal billiger wird alles. Das kann man ganz am Anfang reinlegen, das Riesenrad, wenn man keinen Strom hat. Ich meine, das hatte man auch ganz am Anfang. Baupläne für die Weiße Lady mit Sicherheit nicht. Und das jetzt. Piratenmonitor brauchen wir auch nicht. Büro vor. Die kommt temporär mal rein, bis wir die Kriegsschiffe zusammen haben für die Piraten. Ich glaube, es war der sogar der Schiffsbauer. Schau aber nochmal nach. Dampf, Schiffswerft. Genau, das sind Baupläne. Den Rohit haben wir schon drin. Das ist Bauplan, Bauplan, Bauplan. Der Mr. Swell haben wir, glaube ich, auch drin. Der hydraulische Kran war es. Den müssten wir auch noch bauen. Der wurde uns jetzt hier... nicht angezeigt. Moment. Hydraulischer Kran. Kennen wir noch nicht. Müssen wir in die Itementwicklung rein. Ne, in die Forschung und dann Entwicklung. So rum. Technologie. Mehr. Da war er nicht dabei. Vielleicht in der nächsten Runde. Brauchst du nur 10k. Die Ölquellen werden schon... Wärmskapwolle hoch. Jo,
101.000 sogar, 102. Jetzt geht's aber rund. Dann würde ich die erste Great Eastern auf Boston V6 setzen. Damit die Maßanzüge laufen. Dann haben wir nämlich das Problem erledigt. Jo, der bringt doch hier schon 223. Also läuft es gut an da drüben. Cool, LDL Kapsanga. Na gut, die brauchen wir uns ja auch nicht mehr eigentlich. Aber lass uns mal laufen. Was wir schon mal machen könnten, das uns rauskopieren soll. Einwohnertechnisch gehen wir jetzt so langsam auf die 100.000 zu. Ganz langsam und entspannt. Itemforschung, wir probieren es nochmal. Technologie, Meerestechnologie, nein. Das war nichts. Forscht der 100 und 100k. 10k. Gut, dann stockt's halt. Auch nicht. So, ich würde mal sagen, ich mache ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. So, da bin ich wieder. Im Moment ohne Ton, weil ging leer. Ich gehe mal aber hin, indem ich hier auf ein Knöpfchen drücke. Auf ein Knöpfchen. Jetzt bist du dran. Meine Eltern sind fertig. Keinen Ton, weil. Kommt gleich. Das kleine Beutenetz machen wir definitiv nicht. Ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Wo bleibt der Ton?
Ah, ich soll es vielleicht Bluetooth-technisch verbinden im Stream-PC, dann klappt's auch. Dann klappt das auch. Ah, ich habe gehört, dass der eine wo rausging, der Dekan der Dekane. Den können wir theoretisch praktisch hier einsetzen. Ein Ampus. So. Kabel passt auch. Dann können wir eigentlich die Reihenfolge hier bitte. Gut, machen wir die zwei noch durch, dann hammert. Ja, unten lassen wir es uns mal offen. Solange wir nichts haben, würde ich die Items machen halt hier für die Gelehrten. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Die Great Eastern. Ne, ein extravaganter Dampfer haben wir hier oben rumstehen. Für was? Fürs Lager. Ne, der war für irgendwas. Er war für Altkap-Melonen. Richtig? Ja. Altkap-Melonen. Altkap-Melonen. Vermischt sich dann später mit der Melonenproduktion in Kuba, also in der neuen Welt. Das Handelsmenü. Ja, diesmal warte ich. Jetzt steht er. Weil der kraut irgendwann nochmal aus und schmeißt dann alles irgendwie gefüllt wieder über Bord. So, Kap Altmelonen. Wie lang brauchen unsere Great Eastern noch. Das ist nun mal der Preis für Schmuggelware. Da stand doch auch mal eine Zeit dran. Okay. Dann halt nicht. Nein, wir hatten. Ah ja, das haben wir wieder aus dem Lager. Aus dem anderen Lager geholt. Den haben wir mal gebraucht. Gut, sieht doch bilanziell schon besser aus. Wir brauchen echt eine Geldinsel. Da sind wir ja dran. Wann braucht man Geld und Einfluss? Aber das eine geht mit dem anderen einher. Wenn wir Investoren bauen. Dann wird der Palast, die Reichweite höher und alles wird schön. Können wir nämlich auch irgendwann noch den Innenhof. Der macht jetzt aktuell gar keinen Sinn. Weil der Einfluss hört hier auf. Geht noch. 10 Module, 12 Module, irgend sowas um den Dreh, die ich jetzt geschätzt. Vielleicht auch 14.